Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Wymark oder Wymark CA. Das ist in Kanada. Das ist vom Modder Mappers Paradise und hat eine Größe von 502,38 MB. Die Beschreibung ist etwas länger, die setze ich euch wieder in die Videobeschreibung rein. Stichpunktartig auf der Karte finden Sie folgendes: 3 vorbereitete Farmen, die Hauptfarm, die dir zu Beginn gehört, und 2, für die du erst Land kaufen musst, um sie nutzen zu können. Hauptfarm mit Startfahrzeugen und Ausrüstung, 3 Felder. Und Saatgutproduktionsanlage. 44 Ackerflächen, 33 Felder von klein bis groß, 2 davon sind Grasmissionen. Eine kleine Forstwirtschaft, Verkehr, Fußgänger, Nummernschilder aus Saskatchewan, Kanada, individueller Erntekalender, Zug, der ihre Waren nach Swift Current bringt, also Train Sell Point, also ein Zugverkaufspunkt, wenn der aus der Karte rausfährt, dann eine BGA, verfügbare Produktion, Sägewerk, Molkerei, Getreidemühle, Bäckerei, Multiprodukt, Saatgutproduktionsanlage, ein Flüssigkeitsanhänger für den Transport von Flüssigdünger und Herbiziden wurden hinzugefügt und ist in der Kategorie Sonstiges zu finden. Verkaufsstationen, Getreideverkaufsstelle, Farmers Market, Ballenverkaufsstelle und Zugverkaufsstelle. Weitere Elemente auf der Karte sind 3 neue Feldfrüchte, Hartweizen, Erbsen und Linsen. Schauen wir uns mal die PDA an. Uns gehört Grundstück 2, wo sich die Farm darauf befindet. Man sieht hier schon, das ist eine ziemlich große Farm. Dann Grundstück 3, 4 und 5. Da befinden sich Felder drauf. Schau mal preislich. Nimm mal ein kleines Feld, hat einen Wert von 64.704 Euro. Und ein größeres Feld, nimm mal das 39, hat einen Wert von 1 Million Euro. Dann haben wir hier noch eine Waldfläche. Die hat einen Wert von 203.000 Euro. Und hier haben wir noch eine Wiese für 325.000 Euro. Jetzt ist die Frage, kann man das außen herum kaufen? Kann eigentlich die ganze Karte kaufen. Hier der Abschnitt oben nicht. Und hier dieser Fluss, den anscheinend auch nicht. Und Straßen gehen jetzt auch nicht. Gut. Ah, falsch der Knopf. So. Oh, nein. Hier müssen wir hin. Schauen wir uns mal die Abladestation an. Da haben wir oben einen Bauernmarkt. Feed and Grain South. Dann Ballenverkaufsargument, also so eine Ballenverkaufsstelle. Dann hier bei unserem Hof ist ein Saatgutsilo und ein Getreidesilo. Dann hier haben wir Eisenbahnlagersilo und genau nochmal Eisenbahnlagersilo. Ladestation haben wir hier oben eine Tankstelle. Am Hof haben wir ein Kalksilo, nachfüllbarer Flüssigkeitstank, großer Treibstofftank. Düngemittelsilo, Wassertank und hier haben wir ein Sägewerk. Dann Produktion, haben wir oben eine Bäckerei, am Hof haben wir diese Saatgutproduktion, ganz oben haben wir diese Biogasanlage und hier haben wir ein Sägewerk. Tiere haben wir keine und Verschiedenes haben wir hier einen Viehhändler. Ein Workshop, also eine Werkstatt, wo man seine Fahrzeuge reparieren kann, Bauernhaus Haus 2 und das normale Bauernhaus. Dann haben wir hier einen Viehhandel, hier nochmal Zug mieten bei diesem Eisenbahnsilo und hier unten den Fahrzeughändler. Wachstumskalender ist angepasst, hat er geschrieben. Also hier haben wir März bis Juni Aussaat und Juni bis rein im November die Ernte. Und dann hier nochmal August bis November Aussaat. Ja, würde ich sagen, leicht abgeändert. Jetzt sehen wir auch schon die 3 Produkte, Hartweizen, Erbsen und Linsen. Wir können aber trotzdem nochmal hier reinschauen. Ah, gut. Da haben wir die Hartweizen, da haben wir Hartweizen, Erbsen und Linsen. Dann haben wir Hartweizensamen, Gerstensamen, Erbsensamen, Linsensamen, Hartweizenmehl und Pasta. Tiere haben wir keine, Fahrzeuge haben wir einige und diese Produktionsketten. Das, was wir schon haben, ist die Saatgutproduktion, quasi für Weizen, Hartweizen, Gerste, Erbsen, Linsen. Gut, schauen wir uns mal die Karte an. Wir starten auf der Farm. Was haben wir hier? Cash and Hunt. Solve the 6 clues in order to find where the stolen items was hidden. Man soll die 6 Rätsel lösen, um die gestohlenen Items zu finden. First Clue, hier ist schon das erste Rätsel. Wer Kanadas favorite sport is played in Wymark? Wir haben so einen Eishockeyspieler,
werden wir wahrscheinlich im Eishockeystadion danach suchen müssen. Oder hier wird der erste Rätselhinweis sein. Gut, das wäre jetzt die Farm. Haben wir da die Möglichkeit zu einem kleinen Fahrzeugunterstand, kleinere Geräte. Hier haben wir, ich denke mal, ist das die Saatgutproduktion? Oder stehen da einfach nur Silos drin? Sieht ja aus, als ob das einfach nur Silos rumstehen. Kann aber sein, dass mit diesem verbunden sind. Und ja gut, nein, eigentlich nicht. Das wäre ein Kalksilo. Dann haben wir da noch so eine Halle. Kann man auch was einlagern oder Fahrzeug reinfahren mit der entsprechenden Höhe. Dann haben wir hier einen nachfüllbaren Flüssigkeitstank. Hier haben wir auch noch einen Haufen Silo stehen. Ein Silo-Fan. Der Modder. Hier haben wir schon die ersten Gerätschaften. Da haben wir der Albo Mega Roll 2430, also so eine Feldwalze. Dann haben wir hier einen groben Wählerstart NZ Extreme 1425. Dann haben wir hier eine Sämaschine, eine John Deere 1775 NT. Und nochmal eine Sämaschine, eine Amazone Titan 15001-C. Genau hier drüben, das haben wir vergessen, ist dieses Flüssigkeitsfass, von dem man in der Kartenbeschreibung geschrieben hat, um eben Dünger und so weiter zu transportieren. Dann haben wir hier hinten einen Treibstofftank. Hier haben wir einen Meridian TL12-39, würde jetzt mal sagen, so eine Art Förderband oder so eine Schnecke zum Umladen. Vom Saatgut, das sind so Saatgut-Silos. Jetzt allerdings die Frage, wie die Kapazität ist, aber das sieht man jetzt so nicht. Dann haben wir hier einen Raketenhangar. Sieht was, die passt aus, ist aber nicht. Hier wäre die Saatgutproduktion. Gut, hier kann man auch nicht erahnen, wie viel Saatgut hier eingelagert ist, dann in die Silos. Da haben wir noch die Möglichkeit, ein Licht anzumachen. Dann haben wir hier nochmal so eine Förderschnecke für die Saatgutproduktion. Da haben wir nochmal jede Menge Silos am Rand. Dann haben wir hier einen Anhänger, einen Rudolf TDK 301 RP. Hier sind Düngemittelsilo. Das gehört alles zu dieser Saatgutproduktion dazu. Dann haben wir hier ein John Deere 6120M mit einem John Deere 603R Frontlader und eine Palettengabel von Albut. Und hinten haben wir ein John Deere Gewicht mit 1150 Kilogramm. Und schauen wir mal in diesen Hallen weiter. Frage, kann man hier reingehen? Ja. Gut, hier werden so Büros, kleiner Aufenthaltsraum und so weiter. Buchhaltung. Hier nochmal was zum Einrichten selbst. Also man kann hier auch, bietet sich jetzt an zum Rollenspiel. Hier oben haben wir ein kleines Ersatzteillager. Und eine Werkstatt und so weiter, aber die denke ich, kann man hier nicht benutzen. Ja, fangen wir mal hier weiter an. Hier haben wir schon die 9620 RX mit einem Elmas Manufacturing Hallmaster, also quasi so ein Umladewagen. Dann haben wir hier einen John Deere C16F Maispflücker und einen John Deere X9 1100 Mähdrescher. Mit einem John Deere HD45X Schneidwerk und mit einem Nardi
N70-40 Transportanhänger. Gut, dann schauen wir weiter. Hier haben wir nochmal so Silos, aber vorher noch, hier haben wir einen John Deere 8R410 und einen Fliegel TMK 273 Anhänger. Dann haben wir hier oben einen Mack LKW. Und zwar einen Anthem 6x4 MP7425 und einen Wilson Trailer Paysetter. Hier kann man dann quasi Weizen abladen. Die Frage, kann man hier auch reingehen? Nein. Dann haben wir hier diese massive Getreidesilo. Jetzt zeigen wir schnell, was für Mods da benötigt werden. Schreibt er da was dazu? Anscheinend keine. Also kann man davon ausgehen, dass die Hallen und so weiter vom Modder selbst gemacht sind. Und dieses riesen Silo natürlich auch. Also scheint ein Silo-Fan zu sein. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Stadt, schauen uns die Stadt an. Such mal einen guten Einstiegspunkt. Hier beim Bauernmarkt. Johnson's Farmer Market. Und dann haben wir hier so den Ort. Gut, das Gebäude, das kennen wir, das ist ein Standardsgebäude. Aber die anderen sind halt der Region angepasst. Da vom Detail gerade aus. Ich würde sagen, ist anständig gemacht. Wir haben so Stromleitungen auch. Gibt dem Ganzen auch ein bisschen Tiefe. Da haben wir anscheinend so eine Schule mit Spielplatz. Hier wäre so ein Schulbus. Mit Sound auch. Dann haben wir hier so eine Bäckerei. Und nochmal verschiedene Verkaufspunkte. Gut, haben wir das gesehen? Gibt es noch irgendwas Interessantes auf der Karte, was wir uns so nochmal vor Ort anschauen müssten? Nein. Gut, von der Straßengestaltung her und so. Für eine Karte dieser Art ist es eine schöne Karte. Also gut, es kommt darauf an, für eine Karte dieser Art ist halt in Kanada ein bisschen größer alles wie jetzt bei uns. Darum kann man jetzt da nicht sagen, Karte dieser Art. Aber ich habe, oder es gibt ja mehrere Karten, wo man große Felder hat, wo man große Landwirtschaft betreiben kann, die jetzt nicht so detailreich sind wie diese Karte. Also sie macht schon einen guten Eindruck. Jetzt gehen wir in den Flugmodus, schauen das Ganze von oben an. Hier halt mal Viehhändler. Da haben wir so einen Wasserturm. Das wird eine Tankstelle sein. Jetzt sehen wir hier nochmal den Ort von da oben. Hier ist auch nochmal eine Verkaufsstelle. Für Getreide. Dann haben wir hier hinten noch eine Biogasanlage. Und scheint so eine Tierfabrik zu sein. Weil wir keine Trigger haben, hier fährt gerade der Zug durch.
Ja, nein, das wird es nicht sein. Hier ist dieser Fluss, genau. Diese Fläche kann man nicht kaufen. Aber der Zug verläuft eigentlich durch die Felder, so ein bisschen gesprungen. Hier sieht man auch überall Stromleitungen und so weiter. Da haben wir das Sägewerk. Hier wäre diese Kornverladungsstelle für den Zug und wo man auch Korn verkaufen kann. Da sieht man dieses kleine Waldgebiet mit Fichten. Also maschinell zu bearbeiten. Dann haben wir hier hinten, das ist der Landmaschinenhändler. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Hof. Gut, hier haben wir nochmal so Flaggen. Hier war ja unser Haupthof. So sieht der von oben aus. Also schon sehr viele Silos. So viele sieht man nochmal nicht. Gut, hier ist schon Kartenende. Das sieht jetzt bei den Feldern. Eine Karte ist eigentlich recht flach, würde ich sagen. Oder richtig flach. Richtig flach. Felder sind rechteckig bis quadratisch. Also helferfreundlich. Gut, hier haben wir ein paar Ausnahmen, wie das und dieses Feld. Das hat ein bisschen eine andere Geometrie. Aber hauptsächlich quadratisch, um eben große oder einen großen Landwirtschaftsbetrieb zu haben. Tierhandel oder Tiere, man hat zwar die Möglichkeit, Tiere zu verkaufen beim Tierhändler, allerdings muss man diese Stelle auch erst errichten. Also vom Stand weg ist die Karte jetzt eher für einen Ackerbau gedacht. Und man muss halt die dementsprechend dann ein bisschen aufpäppeln und aufrüsten mit Tierstellen. Da kann man die auch benutzen. Gut. Singlespieler ja, Einzelspieler. Gut, man könnte sagen, das sind die Quadrate ja so verteilt. Mir schon. So sechs Multiplayer-Höfe könnte man das schon machen. Das mit der Feldzahl auch, dass man auch ein bisschen variieren kann. Würde gehen. Bevor wir jetzt ins Baumenü schauen, schauen wir nochmal dieses erste Rätsel dazu geheißen, dieses Eishockey-Stadion. Oder Eishockey, aber ich sehe da kein Eishockey. Ist so ein russischer Stern. Kann er da schon besetzt? Ja gut, über das Lösen des Rätsels muss man sich noch mal oder könnt ihr selbst lösen, oder es wird bestimmt jemand geben, der wo hier ein Tipps Ding macht, quasi um diese Gegenstände zu finden. Das glaube ich, hier ist auch noch mal eine Farm, die man nutzen könnte. Genau. Ja. Für die Art der Karte finde ich, es ist eine schicke Karte, also es hat er gut gemacht und ist auch gut gelungen, finde ich. Genau. Schauen wir noch ins Baumenü, was wir hier noch haben. Mal bei Texturen haben wir eigentlich Standardtexturen. Bäume sind auch Standard, Pflanzen sind auch Standard. Dekoration bei Zäune haben wir die Standardgeschichten, bei Lampen auch und sonstiges auch. Bei Tiere haben wir beim Kühe die Standard-Kuhstelle und dann diesen alten Kuhstall. Das war der letzte Hof, den wir gesehen haben. Da war dieser Kuhstall drauf. Ich denke, wenn man das Land kauft, kann man dann diesen Kuhstall nutzen. Beziehungsweise man kann ja auch platzieren überall. Und man würde ihn wahrscheinlich auch abreißen können dadurch. Pferde, Schweine, Schaf,
Hühnerstelle sind Standard. Die Bienengeschichten sind auch Standard. Das Sonstiges ist die Hundehütte. Bei Produktionen, die Fabriken haben wir zum einen die Standardfabriken und dann hier noch diese Saatgutproduktion aus dem Kartenmod selbst. Also das hat der Modder auch selbst erstellt. Also er hat auch zu der Karte noch einige Gebäude dazu gemacht. Dementsprechend steigert das natürlich den Modding-Aufwand von dem Ganzen. Verkaufsstationen haben wir auch Standard, Gewächshäuser haben wir Standard, Plantagen haben wir Standard, Generatoren haben wir auch Standard. Bei Gebäuden haben wir die Standardhallen und dann aus dem Kartenmod selbst nochmal diese Lagerschuppen, Fahrzeugschuppen und so weiter. Ich weiß nicht, der ist glaube ich Standard im Spiel, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Der wird selbst modelliert sein und das hier auch. Dann Silos haben wir die Standard-Silos und dann aus dem Kartenmod selbst nochmal dieses Getreide. Jetzt haben wir die, jetzt wissen wir, was wir drin lagern können. Das große Getreidesilo hat 90 Millionen Liter, dann das Saatgut-Silo hat 10 Millionen Liter und das Getreidesilo hat 6 Millionen Liter. Diese drei Silos sind aus Mod. Ich denke, so wie das aussieht, habe ich jetzt noch nirgends anders gesehen, hat der Kartenmod auch selbst gemacht. Dann Siloerweiterungen sind Standard. Container haben wir Standard-Container. Und dann nochmal Düngemittelsilo, Kalksilo und nachfüllbarer Flüssigkeitstank aus dem Kartenmod. Und dann nochmal so einen großen Treibstofftank aus dem Kartenmod. Also hier kann man dann verkaufen und wir haben hier 50.000 Liter. Ich glaube, das ist im Standard, haben wir nur 25, genau. Sieht auch anders aus. Nö, das ist dasselbe. Aber diese Silos, glaube ich, die sind. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die sind schon im Spiel. Aber diese wird er vermutlich selbst gemacht haben. Dann bei Tools haben wir die Standardgeschichten. Und hier haben wir diese Werkstatt, wo wir drin waren mit diesen Bürogebäuden und so weiter. Die ist auch aus dem Kartenmod selbst. Und ja, hat der Modder anscheinend auch selbst erstellt. Und Farmhäuser haben wir die Standardfarmhäuser und dann aus dem Kartenmod nochmal diese beiden Bauernhäuser. Wobei mir die auch fast, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, die schon mal wo gesehen zu haben, aber das glaube ich, dieses Bauernhaus habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also Modder hat ja auch einige Gebäude selbst erstellt. Gut, dann gehen wir nochmal in die Luftschanze gerade nochmal von oben an. So sieht's aus. Und genau. Interessante Karte, was sich, denke ich, zum Spielen lohnt. Also wenn man so große Felder will, ist das eigentlich optimal. Ein bisschen Forst kann man auch machen, aber jetzt nicht übermäßig. Aber sonst würde ich sagen, gute Arbeit. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.